lange hier? Ihr seid jetzt schon zwei ältere Hasen. Wollte ich nur mal fragen, so was kommt in der Ausbildung noch auf mich zu? Vorne sieht man hier schon die verschiedensten Gelände- und Zaunmodelle. Hier haben wir Ausbildungsteile. Ja. Brückenteile, Geländerteile. Da haben wir noch ein Hoftor, wie man da sieht. Mhm. Es ist jeden Tag was anderes. Jeden Tag haben wir neue Aufgaben. Unter anderem haben wir auch immer wieder Restaurationsprojekte wie hier. Das wird wahrscheinlich auch nur in deiner Ausbildung auf dich zukommen. Und wie wird es gemacht? Also kurz gefasst. Es wird aufgearbeitet, es wird entrostet, verzinkt, teilweise Ornamente nachgearbeitet und dann wieder lackiert. Ja, von diesen Restaurationsobjekten haben wir derzeit eins hier. Und zwar sind das uralte Geländer, 150 Jahre alt, die wir auch aufarbeiten werden. Zu den ist ja ein geschmiedetes Geländer. Da haben wir ja in der Werkstatt diese Schnörkel hier geschmiedet. Das ist eines davon. Und ja, hast du noch Fragen? Ja, hast du vielleicht noch mal andere Modelle, die ich mir mal angucken kann? Andere Modelle derzeit nicht. Ist ja jetzt gerade das hier. Ansonsten kann es sein, dass hin und wieder mal so ein Projekt kommt. Aber wir können uns auch noch mal hinten die Aluminium-Soundelemente ansehen. Ich wollte dir noch mal zeigen, das sind jetzt Alulatten. Halt verschiedene Lackierungen. Hier sehen aus wie Holz. Und dann haben wir halt auch ja, weiß, grau, schwarz, braun. Und bis auf das Lackieren habt ihr das alles hier in der Werkstatt selbst gemacht? Die werden zugeschnitten, also natürlich vor Ort erstmal ausgemessen, dann werden die Latten bestellt, dann werden die zugeschnitten und lackiert oder halt dann schon lackiert bestellt und dann schneiden wir die halt zu auf Länge, dass sie dann montiert werden können. Was Aluminium angeht, kann man auch verschiedenste Formen, jetzt zum Beispiel hier ist eins, was etwas älter gemacht ist, das kannst du dann auch anbringen. Ja. Hier auch eins mit Glas, Milchglas, das ist ein bisschen moderner, hast hier das ältere, hier das modernere, dass du einfach viele verschiedene Facetten hast. Ja. Wir machen natürlich auch Montagetätigkeiten und Servicearbeiten, Wartungsarbeiten von Garagentoren und Türen. Das gehört alles noch zum Ruf dazu, wir bauen nicht nur in der Werkstatt, sondern wir reparieren auch verschiedene Teile, Garagentore, Haustüren oder auch Zäune, die kaputt sind. Das gehört alles noch zu unserem Beruf hinzu. Es ist auch sehr kreativ auf der Baustelle zu arbeiten, weil man immer sich etwas Neues überlegen muss. Und ja, das macht eigentlich den Beruf aus. Ja, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Der erste Monat, den ich jetzt schon hier bin, der hat ja auch sehr viel Spaß gemacht. Und da bin ich mir auch sicher, dass die nächsten 3,5 Jahre auch auf jeden Fall eine schöne Zeit werden. Davon kannst du ausgehen, ja. Da bin ich gespannt.